So, willkommen auf YouTube zur vielleicht letzten Folge unseres Multi-Let's Plays. Bis erste, hier, also ne? Für Satisfactory. Ja. Wir wollen jetzt mal unser Recycling in Betrieb nehmen. Und für diejenigen, die jetzt gerade auf Twitch zuschauen, der eine Zuschauer, ey, falls du es noch nicht gemacht hast, auf noch kann man auf dem Community-Tab abstimmen. Für was wir denn demnächst machen. Ja. Geht nicht an. Warum nicht? Weiß ich doch nicht. Hast du nie den Knopf nicht umlegen? Ich bin noch zu blöd, einen Knopf umzulegen. Ja, habe ich auch gerade festgestellt. Ich hab nur auf Standby gestartet. Ich muss. Ah, ich bin der Client, ich muss zweimal drauf drücken. Ja. Und jetzt muss ich den Hazmat-Suit anlegen. Ja, das ist der Feuer schon sein. Ich sag's mal so, ihr rollt jetzt Uran-Dings-Küchens raus. Waste. So, jetzt kann man natürlich nicht mal frei irgendwo runterspringen. Okay. Da müssen wir jetzt ein bisschen vorsichtiger sein. Ah! Waste! Das war der, den wir vorproduziert haben. Hm? Der weitere kommt jetzt gleich noch. Ja, ja. Und dann schauen wir mal, was Achim hier gebaut hat. Ich habe ja nur Zulieferer gespielt. So. Das sieht chaotisch aus, aber ich hoffe, es funktioniert. Ja, wir brauchen noch Eisenplatten. Ah, die Eisenplatten müssen ja mittlerweile auch schon hier sein. Ah, guck, da vorne kommen sie ein. So. Ja, ja, da. Hier haben wir einen Blender. Und hier kommt Waste rein, Silica, Nitric Acid und Sulfuric Acid. Sulfuric Acid, Nitric Acid fehlt noch. Das ist wahrscheinlich das, wo jetzt hier die Platten gerade reingehen. Sie. Hier haben wir Nitrogen da, Nitrogen Gas, Water und Iron Plates. Produktion geht gerade los, ja. So. Ich hoffe, der nächste Abfall kommt, dass es langsam losgeht. Dann können wir dann. Ah, oben siehst du schon den. Oben siehst du schon. Na? So. Das, guck mal, das Ding hier braucht 37,5 um 50 Hessische. Und das Ding hier braucht 100 von denen da vorne. Und nochmal 25. So, und hier haben wir dieses Riesending, den Partikelbeschleuniger. 100 Non-Fissile Uranium für Uranium-Pellets herzustellen. Und daraus machen wir dann Plutoniumzellen. Und die Plutoniumzellen, die können wir wieder in den Kernkraftwerk packen. Ja, die ist ausgegangen, kann man nicht, wo es hingeht, ne? Aber darum geht es nicht, aber ja. Genau, die könnten wir also theoretisch nachher wieder nach oben führen und damit ja. Die nächste und damit noch ein paar betreiben, wo dann wiederum Nuclear Waste rauskommt. Richtig, das heißt, du hast einfach den Endlos-Cycle von. So. Dinge. War der falsche Knopf? Das steht ja auch hier erweiterbar, dass man so einen zweiten Partikel verwendet. Genau. So, Uranium Waste. Hier kommt zu wenig Uranium Waste an, würde ich sagen. Ja, ach, das ist halt nur zwei Kraftwerke, die, glaube ich, 20 Minuten herstellen. Ich. Wieder einmal gucken, ist das ganze System funktioniert, was es theoretisch sollte. So, aber alles andere ist jetzt mittlerweile hier auch voll. Wir brauchen also erstmal 30 Uranium Waste hier in der Maschine, um die 100 herzustellen, die da drüben gebraucht werden. Mhm. Wir brauchen hier natürlich auch noch 25, ja. Die ersten Pellets herzustellen. Also. Ja. Dauert. Es sei denn, du möchtest gerne oben noch weiteres Kraftwerk zu zwei setzen. Du müsstest aber gehört noch das Wassersystem legen, aber ich würde zu sagen, du brauchst 300 Wasser pro Kraftwerk. Ah, dann schauen wir mal.
Ah, da ist schon genug Strom im Draht, liebe Anstandsleitung. Was wir nicht haben, ist genug nuklearer Abfall. Aber ich finde das total geil, wenn ich die Lampe ausmache, wie das hier leuchtet. So, noch drei Stück, dann legt der Blender hier los. Mein Englisch ist halt nicht so gut. Was heißt eigentlich Non-Fizzle? Kann ich auch nicht sagen. Nicht aktives Uranium, keine Ahnung. Also Ahnung. Mit Nuklearenergie-Fachbegriffen kenne ich mich auch nicht. Okay. Oh, Wasser, ja. Oh, guck mal, läuft der Blender hier los. Mhm. Ist der, leuchtet der immer so schön blau von oben? Oder liegt das jetzt einfach nur an dem Rezept? Und nicht drauf geachtet. Na, ist mal richtig geil hier so von oben da rein zu gucken. Und da kommt wieder radioaktives Material. Ich denke, davon mache ich mal ein Foto. Mal nachher was für die Folge. Hier leuchtet alles. Apparellus. Das wird dann ja so strahlen, dass du quasi siehst nur die untere Rattern. Bin ich gleich mal gespannt, was passiert, wenn dieser Teilchenbeschleuniger losläuft. Mhm. Aber da wollen wir eine Weile für brauchen. Also wir haben jetzt 20 von diesen Anzeigen. Aber gut. Oh, ich dachte, nee, brauchen wir doch 100 pro Minute. Ja, 100 pro Minute, aber auch 100, ne? Und da der pro Minute produziert. Und der schwankt, der braucht ja irgendwas zwischen 300 und 1500 Megawatt. Gut, also das dauert anscheinend noch. Ist der letzte Schritt mit der Anlage? Dann, wie gesagt, der jetzt. Das heißt, ich setze jetzt hier oben noch mal so ein Nuklear-Dingens hin. Wollen wir eigentlich... Ja, nee, das macht eigentlich keinen Sinn, ne? Was? Das wir Ganze mit den normalen Nuklearzellen auf ein Band zu legen. Nein. Du willst ja die besseren verbrauchen, weil die weniger davon brauchen. Du kannst, glaube ich, noch zwei Kraftwerke da hinsetzen mit den alten. Mit dem jetzigen Nuklear, ja, was wir hier produzieren? Ja. Ja, dann setze ich doch einfach schon mal zwei Nuklearkraftwerke. Das kannst du machen. Quatsch, ich hoffe. Dann brauchen wir auch mit. Dann, ne, wir brauchen ja noch mehr als nur die Kraftwerke. Wir brauchen ja noch Wasser. Ja, ich kann kein Kraftwerk bauen. Schön in Reihe mit den anderen, ne? Ja, irgendwann ist das Ding quasi auf der links und rechts an Kraftwerke stehen. Aber halt ab danach, ab dem 4, die jetzt kommen, dann. Ja, ja, halt die 4 und dann. Und die anderen laufen dann auf dem Waste. Ja, auf den Uranlings, Küchens, Gedöns. Ja, irgendwie ist der Wasserflow hier nicht hoch genug. Also gerade. Die Kraftwerke schalten sich zwischendurch mal aus. Irgendwas ist mit dem Wasserflow nicht ganz klar. Okay.
Jetzt geht's besser, okay. Ah, jetzt habe ich keine Copper Sheets mehr, die habe ich eben dir gegeben. Das kannst du nicht haben. Aber du kannst es gleich dann runter machen. Ja, warum? Weil wir gleich so. Weil wir haben jetzt 80 Stück von dem Zeug eingelagert. Nächste Batch der Hersteller wird, dann springt der an. Ich kann schon die Fässer sehen, die kickstart werden. Also beeilen Sie sich. Fässer. Hallo. Weil das Ding habe ich auch noch nie Aktion gesehen. Ich wollte mir mal eine gute, nicht strahlende Stelle suchen, aber das ist schwierig. Hier oben. Ah, ich guck von hier. Wo ist hier? Hier ist mal gut. Neben Maschine neben dir. Achso, ja, hier oben ist doch. Nicht zu sehr aus und gleich gucken wir, wie los ist. Jetzt. Excitement. Ich sehe nichts, was losgeht. Doch nicht, nee, Maya produziert hier gerade. Kommen jetzt gleich raus. Jetzt wird spannend. Ja, Produktionsschritt fertig. Da kommen sie rausgelaufen. Ja, da kommen sie. Die Leuchte, da kommen sie. Hier bei mir wird es gerade mächtig laut. Weil der Gerät unter mir auch schon mal wieder was nachproduziert. Drei. Zwei. Eins. Go. Hey! Der große ist es auch noch? Keine Ahnung, im Moment sehe ich nur den kleinen, der was macht. Mhm. Oh ja, jetzt ist der große los. Ja, der mittlere? Oh, sieht schon cool aus. Oha! Wie, das war's schon? Ja, das ist auch gefallen, Achim. Ich glaube, das ist eine Minute, damit fähig zu werden. Jo. Ja. Und da kommen die Pellets und die ersten Plutoniumzellen kommen raus. Mhm. Da sind die ersten schon. Die erste sind immer so. So, dann gib mich mal das Zeug hier, damit ich noch ein bisschen Wasser verlegen kann. Wieso, ich dachte, okay, Oh, ne, weil... Wolltest du jetzt das Zeug nochmal an ein Nukleardings anschließen, nein, oder nicht? Nein. Ah. Ich wollte einfach nur den Recycling-Prozess quasi am Laufen haben, was wir jetzt haben.
Und ja, jetzt ist er nur noch Kraftwerke setzen und so weiter und so fort. Ja, und die müsste man noch nicht mal mehr setzen, ne? Weil wozu? Die brauchen wir jetzt auch nicht mehr, ne? Was? Die Kraftwerke ja, brauchen wir jetzt auch nicht mehr, ne? Weil ja, für das nächste Mal, ne? Wenn wir das nächste Mal hier wieder weitermachen, Let's Play. Ja gut, das wissen wir ja nicht, ob wir hier nochmal weitermachen, deswegen. Wie ist das? Wenn wir hier nochmal weitermachen und mehr Strom brauchen, deswegen können wir mehr Kraftwerke und brennen die damit. Ja, deswegen würde ich sagen, die vier Kraftwerke, die schließe ich jetzt noch, die zwei Kraftwerke, die schließe ich jetzt noch an. Weil ich nicht glaube, dass wir hier noch genug Material dafür haben. Also sagen wir, ich habe noch knapp unter einem Kraftwerk mit. Mir fehlt so 2-3 Aluminium-Sheets. Aber das, das Kraftwerk bauen. Ich habe hier zwei Kraftwerke. So. Geht sich um den Wasseranschluss, den werden wir nicht hinkriegen. Nee, ne, weil dafür haben wir jetzt einfach zu wenig von diesen Sheets. Ja, mein Kappensheets. War ja auch nicht geplant, dass wir das dann machen, ne? Aber ich würde mal back to Basis. Ja, ich guck mal, ich guck, wie weit ich hier noch komme im Anschließen. Ja. Wahrscheinlich fehlen nachher nur noch ein bisschen Rohrleitung oder sowas. Ich müsste ja jetzt hier 5 von diesen Dingern setzen, ne? Ja. Ist ja eklig. Ne, kann ich, ich kann keine 5 setzen. Zwei, dann ist Ende. Es reicht nicht, noch eins zu treiben. Richtig. Und dann habe ich nicht mal genug Rohr, um diese zwei auch noch anzuschließen. Wie? Ich könnte also höchstens einen anschließen. Du hast auch nichts drückt. Richtig. Gut. Ne? Aber wo ist beim nächsten, ne? Wo wir dann den Strom herkriegen, wenn wir hier mal wieder weiterspielen, das wissen wir jetzt schon. Ja, das ist korrekt. Dann back to base and close the game. Oder nicht? Ja, ich würde sagen, es war eine kurze Livestream heute, aber war ja klar, dass nicht mehr viel offen ist. Richtig. Richtig. Ja. Also läuft jetzt so knapp 1,5 Stunden? Ja, das hatte ich auch so angepeilt. So 1,5 bis 2 Stunden Maximum, das wir dafür brauchen. Und es fehlt ja, wir haben ja nicht einfach mit einem Aluminium-Case hinschicken können und ja, andere Dinge, um Sachen einzusparen. Was wir immer noch machen können in Zukunft, wenn wir bockig sind. Ne? Ja. Kann man machen. Muss man aber nicht. Das ist korrekt. Jetzt reisen wir hier quasi zum letzten Mal, eventuell für dieses Jahr, für diese Karte. Mhm. Ich habe eben gehört, dass nächste Woche Dienstag soll es das Update 6 geben. Das wäre früh. Oh. Ja, schön, aber Update 6 ist Exploration Weapons Update. Yay. Ja. Da macht man lieber, bis was Richtiges kommt. Bis wir hier wieder spielen. Ich denke mal auch. Also, sollten. Ist geil, das Update. Wenn du neu anfängst, neue Welt, mal ganze Markierungen,
neue Waffen, neue Munition. Mit den Körperslots, das wird sehr cool. Dass du so Blackrunner und Fallschirm tragen kannst und so Konsorten. Ja. Aber wir könnten nicht mehr bauen, als wir jetzt auch haben, außer vielleicht ein bisschen andere Munitionsfabrik. Ja. Ja. Wollen wir da mal einen Livestream von machen? Super. Dann strecken wir ihn auch schon so auf 2 Stunden. Yay. Naja, also ich würde sagen, realistisch sollten wir auf Update 7 warten. Nur, du müsstest so gucken, was kommt denn Update 7? Und wenn sich das lohnt zu sagen, ey, lass uns da weitermachen, dann machen wir weiter. Ja. Ich werf nochmal einen Blick auf YouTube-Abstimmung. Und nach der liegt Icarus mit 31% vorne. Dahinter kommt Empyreon mit 26% bei 35 abgegebenen Stimmen. Ja. Heißt ein solider Vorsprung von 3 Stimmen, würde ich sagen. Oh. Roundabout. Da sich da wohl nichts mehr tun wird. Oh, wenig. Kann man wohl davon ausgehen, dass Icarus das ist, was wir als nächstes tun. Eventuell ja schon nächste Woche. Ja, schauen wir mal. Oder ob wir vielleicht nicht sofort streamen, sondern keine Ahnung, vielleicht die erste Schürfgebiet nicht streamen und dann ab danach. Also, ja, du meinst um mir die Blamage zu ersparen, ne? Das ist ein Tod für uns, ja, wir wollen die Leiden sehen. Also hier im Livestream wird das jetzt gerade keiner zugeben, weil, ne, ist ja nur die Anstaltsleitung da, die mich hier überwacht, damit ich hier kein Blödsinn habe. Was soll er machen? Hier einen bösen Kommentar schicken. Ah, nee, die weiß, wo ich wohne. Wow, das ist nicht schwer. Weiß ich auch. Ha! Ich wäre sogar so unverschämt überhaupt nicht. Ich weiß sogar schon länger, wo du wohnst, als die anschaust. Definitiv. Definitiv. Was für Umzug heute? Kann ich mich gar nicht daran erinnern. Ich auch nicht. Ich sag das jetzt einfach mal so. Ich glaube, wir haben uns eh an dem Abend jegliche Erinnerung weggesoffen. Mit Recht. War es nicht der Abend, wo ich mal behauptet habe, ab dem 10. Mai fange ich an zu zählen? Ja, ich glaube, einer von diesen Abenden war das. Und hab bei 11 aufgehört oder so? Ja, ich kann mich nur wahrnehmen, dass ich zu Fuß nach Hause gegangen bin und die Strecke fast 2 Stunden gebraucht habe. Ja. Aber der Vorteil war, als ich dann zu Hause war, war ich halbwegs gestanden. Das ist richtig. Und kein Mai Tai. Mit der Bänderdeluk dabei. Aber kein Mai Tai mehr. Ja. In dem Abend nicht mehr. Ja, und würden, ne, und würden wir das heute nochmal machen, würden wir den Mai Tai machen lassen. Ja. Oh, ja, erzähl ich dir gleich, wenn wir so auf Topic. Genau, so. Folge hat jetzt gleich 25 Minuten, das ist eine super Zeit. Mhm. Ja, in dem Fall würde ich sagen, wir haben es geschafft. Alles, was erreicht werden konnte, haben wir erreicht. Mission accomplished. Genau. Das heißt, hier kommt jetzt nichts mehr an Content. Zumindest für Satisfactory nicht. Genau. Je nachdem, wie die Abstimmung im Laufe der bis zum nächsten Stream läuft, halt dann entweder Icarus oder Empyreon, so wie es gerade aussieht. Genau. Mit einer wahrscheinlichen 90% Wahrscheinlichkeit für Icarus.
So sehe ich das auch. Insofern, dann danken wir beide den Zuschauern auf YouTube, dass ihr euch dafür interessiert habt. Danke für euren Support über die letzten Wochen, Monate. Genau. Na, ich hoffe, wir hoffen, ihr seid auch wieder dabei, wenn es dann heißt, wir spielen Icarus. Ganz genau. Na, mal schauen, wie dumm ich mich da anstelle. Ja, ihr habt es ja ganz gut geschafft. Bei der Arbeit kann nur eine Katastrophe enden. Und wie gesagt, vielleicht nächste Woche schon. Wir werden sehen. Eher aber wahrscheinlicher ist in 3 Wochen. Ja. Na, denn nächste Woche könnte dafür was knapp sein. Na, man muss erstmal gucken, wie man das Spiel spielt. Also, Grundbedienung muss ich erstmal lernen. Na, damit ich mich nicht ganz so idiotisch anstelle. Und danach die Woche ist bei uns hier Kirmes. Da ist eher Saufen angesagt als Spielen. Nein, das tut mir nicht. Na? Ja, ich kann mich da leider nicht vordrücken, weil mein Schwager ist bei uns Schützenkönig. Ja, ist auch Bezirkskönig. Deswegen. Ich muss ja auf den aufpassen, wenn der säuft. Da muss ich ja auf ihn aufpassen. Wir trinken keinen Alkohol, das weißt du doch. Nein, wir vernichten ihn, damit die Kinder ihn nicht kriegen. Ja, wir vernichten ihn da, wo wir ihn antreffen. Also, ne? Weil genau. Für das Allgemeinwohl. Erklärt der Erzfeind. Ja, wir opfern uns für das Allgemeinwohl. Also, ihr werdet merken, wann wir wieder da sind. Und welches Spiel dann gespielt wird. Ja, wahrscheinlich werden wir es vorher ankündigen. Genau. Irgendwie. Ja. Irgendwo, irgendwann. Wahrscheinlich werde ich es irgendwo ankündigen. Wahrscheinlich auf YouTube in Community. Ne? So den ersten Stream ankündigen ist ja nicht verkehrt. Mhm. Und trotzdem, danke fürs Reinschalten auf YouTube. Und tschüss. Bis bald. Jo, ciao.